Jetzt haben wir eine wunderbare Einspielung, eine Matz, magnetische Tonbandaufzeichnung, übersetzt. Und zwar von einem jungen Herrn. Er wird einen Boogie auf seinem Akkordeon präsentieren und hofft natürlich ganz, ganz, ganz inständig, einen Flash zu bekommen. Wenn Sie es ihm geben wollen, dann tun Sie das. Wenn Sie sich aber sagen, nee, das verweigere ich diesem guten Herrn, weil er kann es gar nicht, dann geben Sie ihm einen Trash. Erinnern Sie sich an meine Frage, 500 Mark gibt es dafür. Und jetzt kommt er, Nico. Hallo, ich bin der Nico, ich komme aus München, bin 20 Jahre alt. Das ist mein Akkordeon, das spiele ich schon 11 Jahre. Und jetzt spiele ich euch Duff's Boogie. Nico nennt es das Boogie, ich nenne es der Boogie, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass er gerade Akkordeon gespielt hat. Wir haben ihn in der Leitung, den guten Nico. Hallo. Hallo. Nico. Hi. Da flogen die Finger ja mal über die Tasten. Ja. Du spielst schon elf, was ist denn da hinten los? Auch irgendwie ein Orchester extra? Nein, ich bin gerade beim Essen. Ach so, oh, haben wir dich gestört? Was gibt's denn? Was gibt's denn? Chinesisch gibt's. Lecker. Selbst gekocht oder gerade mal bestellt? Im Restaurant. Ach, ihr seid im Restaurant? Wir sind gerade im Restaurant, genau. Ja, ist ja günstig, ne? 9 Live, die wird man nie los. Du kennst das ja mit der Warze am Hintern, aber nun gut. Nico, wir machen ganz schnell. Du spielst ja schon ewig lange Akkordeon. Seit du? Ja, seit ich... Na, 9. 11? 11 plus 9 sind? 20. Und wie alt bist du? 20. Also, seit du 9 bist. Passt, genau. Ha. Und wie bist du darauf gekommen? Ist ja ganz schön schwer wie so ein kleiner Junge. Wie bin ich darauf gekommen? Ich wollte Gitarre spielen. Und diese Gitarrenspieltante, bei der ich war, die hat mir eine Gitarre vorgeführt und mir gezeigt, wie das so funktioniert. Und es hat mir an den Fingern wehgetan, habe ich gesagt, nein, das ist es nicht. Und da stand noch ein Akkordeon rum und da habe ich gesagt, das will ich spielen. Und das spiele ich jetzt. Okay, du hättest es eventuell auch mit Fußball probieren können, hättest du die Hände ganz aus dem Spiel gelassen. Aber nun gut. Naja. Was ist denn was ist deine Zukunftsperspektive, Nico? Meine Zukunftsperspektive? Ach, ich fange jetzt in ein paar Wochen zu studieren an. Und was? Ich studiere Informatik in München. Genau. Du bleibst den Tasten also treu. Genau, natürlich. Ich werde unser Zupublikum noch mal bitten, dir einen Flash zu geben, Nico. Du entschuldigst mich kurz, du kannst ja eventuell kurz Curryhuhn reinschlingen. Genau, werde ich machen. Bleib schon dran, ne? Nicht auflegen. Mach ich. Okay. So, liebe Zuschauer, Sie haben Nico gerade beim Chinesen erwischt und wie Sie sehen, er möchte unbedingt, egal wo er ist, wissen, ist er ein Musiker, ist er keiner. Wenn Sie sagen, das hat Ihnen gefallen, den Boogie, den er gerade gespielt hat, dann wählen Sie Flash. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, wählen Sie Trash. Sagen Sie mir, nach welchem Vorbild entstand der Hollywood-Streifen Stadt der Engel? Ein Film von Wim Wenders. Das gibt es ja nicht oft, ne? Dass die Amis nachmachen, was wir hier in Deutschland produzieren, aber das gab es da einmalig. Nicht einmalig, ein paar Mal gab es das schon, aber jetzt wissen Sie doch garantiert, wie der Film heißt. Nico, bist du noch dran? Ja, natürlich. Gut. Wieso gehst du denn so mitten in der Woche essen? Bist du so reich? Nein, aber ich habe doch zurzeit nicht wirklich unter der Woche was zu tun. Also ich arbeite zwar nebenbei, aber heute habe ich mir freigenommen und bin mit eben ein paar Freunden essen gegangen, die auch nichts zu tun haben um die Zeit jetzt. Ist ja praktisch, ne? Ist ja gut, dass man gleichgesinnte Freunde hat. Genau. Die Freunde, sind die so ein bisschen neidisch, dass du jetzt so die ganz große Karriere startest? Och, nicht wirklich, nee. Nee? Nee, nee. Du bist ja toller. Bitte? Bist du der Einzige so in deinem Freundeskreis, der Akkordeon spielt? Nein, ich habe auch noch ein paar Freunde, die auch Akkordeon spielen. Natürlich vom Akkordeonorchester zum Beispiel. Mhm. Hast du noch mehrere Auftritte? Ich habe schon mehrere Auftritte. Nächste Woche zum Beispiel, übernächste Woche zum Beispiel. Wo denn? Konzerte. Falls du jetzt schon Groupies hast, wo denn? Nächste Woche, diesen Samstag in Überacker bei Maisach. Samstag, genau. Und am 20. Oktober in Gräfelfing. Hast du auch irgendwie eine Homepage, Nico? Ich habe auch eine Homepage, genau. Für alle willigen Teenies vielleicht?
Für alle willigen Teenies. Okay, das ist die http://siriux.net. Gut. Siriux wie der Stern Sirius, nur mit X. Jetzt hast du schon ein bisschen höhere Ansprüche gefordert. Vielleicht an alle Damen ab 18, ja? Ich glaube, die 14-Jährigen können das nicht so ganz mitschneiden, hier mit Sternen und so. Nico, hast du irgendeine Message an deine breite Fangemeinde? An meine breite Fangemeinde? Oh, eine Message. Da fällt mir jetzt gerade gar Message ein. Zu Deutsch, leid. Botschaft. Gar nichts? Botschaft, ah, danke. Dranbleiben. Einfach, dranbleiben. Genau. Meinst du jetzt bei uns am Sender oder im Leben allgemein? Allgemein. Gut. 20 Jahre ist der Nico, er spricht wie ein Weiser und wir werden erfahren, ob sie sich weise entschieden haben. Haben wir jemanden in der Leitung? Guten Tag. Guten Tag, wer ist denn da? Daniela. Hallo Daniela, sind Sie auch gerade beim Mittagessen? Nein. Sie sind schon fertig? Jawohl. Gut. Ich meine, ich habe ja die Sendezeit auch nicht ausgesucht. Also, jetzt werden wir erfahren. Was sagen Sie? Ist es Flash, ist es Trash? Ich würde sagen, es ist Flash. Nico, schluck dein Huhn runter, ein Flash haben wir. Super, danke. Gut, dann sehen wir jetzt, wie es weitergeht mit Nico. Ob er sein Essen gleich noch genießen kann oder was sein Glückskeks sagt. Das Ergebnis. Yeah! Nico, darauf mal einen ordentlichen Reiswein, oder? Super, ja, Flash, natürlich. Ich gratuliere dir, wünsche dir noch ganz guten Appetit, zieh vielleicht einen Glückskeks für mich und informiere dich dann, was drin stand. Mache ich. Gut, tschüss. Okay, danke, ciao. Tschüss.